Schützt der Impfstoff von Menschenpocken auch gegen Affenpocken? Herzlich willkommen bei Hygienecampus. Eine Übertragung von Pockenviren ist bereits in der sogenannten Prodromalphase, also bei den sogenannten Face-to-Face-Kontakten durch ausgeschiedene Atemwegssekrete möglich. Als Prodromalphase wird die Vorphase von der Krankheit bezeichnet. In dieser Phase treten meist nicht die charakteristischen Symptome der Krankheit auf. Und deshalb kann gerade in dieser Phase eine Impfung gut schützen. Aber schützt denn der Impfstoff von Menschenpocken auch tatsächlich gegen die Affenpocken? Aufgrund der Ähnlichkeit der Viren gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der Impfstoff, der gegen die echten Pocken entwickelt wurde, auch tatsächlich gegen die Affenpocken wirksam ist. Wird denn heute noch standardmäßig gegen Pocken geimpft? Nein. Im Oktober 1979 erklärte die Weltgesundheitsorganisation, kurz genannt WHO, die Welt für pockenfrei. Danach wurden allmählich die Impfungen bzw. die Pflichtimpfungen gegen Pocken eingestellt. Gibt es dennoch Impfstoff gegen echte Pocken? Ja, in der EU ist ein Pockenimpfstoff zugelassen, der modifiziert ist. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Abo oder ein Like.